Was gibt's hier? Ich brauche Batterien, unbedingt Batterien. Ich will mehr Elektrosachen aufstellen. Je mehr Elektrosachen, desto sicherer sind wir. Hey. Aber finden wir Elektrosachen? Unwahrscheinlich. Du hast es erfasst, Alter. Bei meinem Glück, ey, finde ich nichts, ey. Und ist auch nichts da. Ja. Aber wenn ich die Horde überlebe, dann kommt ja hier steht ja auch Restock Tag 2. Dann kommen halt neue Sachen. Das Geile finde ich an Seven Days to Die, wenn du die Zombies an deiner Mauer tötest oder dann lange sie sich ja ab, weißt du, die Überreste, dann kommt zum Berg und irgendwann könnt ihr einfach rüberlaufen. Das hat wirklich ein YouTuber mal geschafft, wo ich angeguckt habe. Das war echt geil. Also wirklich Berge von Zombies einfach noch am Boden. Und die haben sich so hoch geschaffelt. Und irgendwann konnten die irgendwann so drüber draufen. Also, wow. 14.000 für eine modifizierte Revolver. Magst du eigentlich, weißt du, den Himmel oder den Weltraumhintergrund in Space Engineers überhaupt? Magst du den so grundsätzlich? Ich hatte einen anderen Mod drin bei mir. Also, auch hast du also so eine Skybox benutzt? Ja, genau. Genau. Habe ich schon gedacht, weil der Himmel ist echt schlimm. Ist natürlich, also ich mag den überhaupt nicht. Na gut, dann guck ich mir mal deinen Mod an da. Gibt's wirklich nichts. Es gibt's hier wirklich nichts Vernünftiges. Wie teuer 13.000 ist auch zu teuer. Wie ich die Welt gesehen habe. Also wie ich die Welt bei dir gesehen habe, so die Fläche. Leerheit, außer als Ressourcen, wird schwer. Ja, ich finde hier nichts Vernünftiges zu kaufen. Ich muss jetzt erstmal müssen wir irgendwie hier Klasse. Ich komme nicht mal dazu, mir hier Klasse Schiff zu machen in den Kisten, weil ich habe echt Bangel, weil letztens, wie gesagt, am Mittwoch, wo wir die versucht haben, das war insane, war ja keine Chance, hatte ich überhaupt keine Chance und jetzt habe ich echt Bangel, ich will die erste Nacht überleben, weißt du? Wenn ich die erste Nacht überlebt habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt können wir uns langsam hier die Base bisschen nochmal absichern, weil nächsten Tag wird es ja noch schwerer. Aber wie es aussieht, ich schaffe noch nicht mal den Tag zu überleben. Das ist ja mein Problem, was ich habe. So, jetzt brauche ich noch Shotgun-Muni. Das ist die falsche, die hier. So. Rein mit. Nein! Die falsche habe ich jetzt gekauft. Ach, Mist. Schon fast kein Geld und kauf noch Schrott ein, ey. So, ich muss jetzt gleich zwei Mods testen. Die können wir gleich noch dazu nehmen. Die. Die sieht echt geil aus. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt atemberaubend für mich. So. Ey, die hab ich noch nie entdeckt. Okay. Also, da wirst du auch noch echt, also wenn du das siehst, du wirst einfach nur denken, oh geil. Also das wird ein Schiffsbau ja wunderschön sein. Okay, dann der wird 100% reinkommen. Kann mich gerade nicht bei dir konzentrieren, sorry. Weil ich hier gerade echt, oh fuck, jetzt habe ich wieder die Scheiße eingesammelt. Ja, ist schon okay, musst dich auch nicht auf mich konzentrieren. Ja, nee, ich, keine Angst, ich höre dir nebenbei so zu. Aber ne, passt schon, also ich quatsche so meistens nehmen wir auch ein bisschen hin. Ja, alles gut. Nee, ich wollte eigentlich sortieren, aber es bringt nichts, wenn ich hier voll bin. Ich muss mir erstmal eine Kiste aussuchen. Ja, die nehme ich mir mal hier erstmal entleeren komplett. So. Nee, die nicht. Die lasse ich mir und für meinen Jagd. Oh, keine Ahnung, nehme ich die. Mal kurz die Munition hier mit. So. Und jetzt. Alles. So. Ach. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, überhaupt zu sortieren. Wenn ich die Nacht überhaupt gar nicht überlebe.
Ach, schaust du schon irgendwie. Seven Days. Das habe ich auch letztens gedacht, dass ich die Nacht überlebe. Du bist auch ein Profi in dem Spiel. Ja, genau. Das erwarte ich schon, dass du es schaffst. Ich habe schon ein paar Stunden hinter mir, meine 1200 oder so, aber Ja, das. 1200! Also ich finde das jetzt so viel. Echt viel, du weißt, ich kann das nicht einschätzen, so. Da kann man sich schon locker als Profi bezeichnen, außer man hat jetzt trotzdem noch zu wenig Erfahrung. So. Mindestens ein bisschen sortiert. Meine Art und Weise halt. So, gut, dann haben wir hier erstmal das. Hier packen wir die Werkzeuge rein. Hier habe ich auch Werkzeuge. So. Hier wollte ich Bausachen rein. So. Bausachen Geld. So. Bau und Sch Schuss. Bau und Schuss. Kompessen Klamotten. Okay, ich nehme alles zurück. Der Transporter-Mod, der funktioniert doch wieder. Ah, okay, dann nehmen wir das rein. So gut oder nicht? Ja, der ist super. Also, kannst halt die Spieler teleportieren. Das ist eigentlich relativ cool. Jetzt nicht in jeder Entfernung, also kannst dich in andere Planeten bis zur anderen. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt ach so, die Teleporter-Mod. Transporter, ja. Transporter. Ich hatte den Teleporter-Mod installiert gehabt. Ja, ich habe halt die richtige Transporter-Version Ach jetzt so, hier. okay. Die Originale, die ist super. Die wurde jetzt nicht so oft geupdatet, die ist jetzt relativ neu. Sonst, die Stargate-Mod ist immer noch Testerei. Muss man mal gucken, wie das mit dem Stargate funktioniert. Alle Leute, die sich wundern, über was wir hier uns unterhalten. Wir unterhalten uns über Space Engineers. Wir werden ein Together starten. Mal kurze Info für die Zuschauer, die nicht wissen, über was wir uns unterhalten hier. Grob Nebenbei. gesagt, in dem Sinne oder so. Da kommt schon ein bisschen mehr cooles Zeug rein. Ja, Also, klar. unbedingt angucken bei ihm. Ja, bei dir Das auch ist richtig schön später geil. halt. Das ist nicht nur bei mir. Ja, aber bei mir werden jetzt erstmal wenig Leute gucken. Kann ich damit leben. Ich baue mich da eher mit Strategiespielen auch noch zusätzlich auf. Hol ich mir die Strategie-Leute und schicke sie dir bei dir rüber. Danke, danke. So, Wutframes, die kriege ich dann was dafür? Gleich mal weg. Oh, nichts. Oh, ah! Nein! Waffe weg, Waffe weg. Ich schieße doch mir gerade meine eigene Scheiße hier kaputt. Alter! Kann ich das überhaupt reparieren? Hä, was hast du denn gemacht, um deine Ich Waffe wollte. aus der aus? Ja, ich wollte eigentlich. Oh Gott sei Dank, ich kann raus. Kostet Tocken. Ah, okay. Okay. Das kostet Tocken, Alter. So. Wie spät haben wir? 17:44 Uhr. Ich habe Angst. Und kommt jemand schon? Nee, oder? Ich habe hier nichts gemacht. Ich bin hier nur am rumalbern. Na, die überleben das schon irgendwie. So, die Pfeile nehme ich mit. Ich brauche eine Armbrust. Mist, sag nicht, ich habe meine Armbrust verkauft vorhin. Mist, 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 Mist. Dieser MacFax, der tut mich immer wieder neu überraschen mit seinen Mods, ey. Echt cool. Aber wo ist jetzt dieser schöne Mod von ihm? Der ist nicht von MapFax oder was, da bin ich jetzt doof. Doch sollte es sein. Oh, ist er. Da ist ein Arm. Oh, die ist viel zu schwach, ey. Hattest du einen Waffenmod oder so drin? Nein. Weil ich nicht wusste, ob ich Ah, Waffen okay. brauche bei Space Engineers. Anfangs nicht. Deswegen habe ich es nicht habe ich keinen draufgeballert. Wirst du noch brauchen. Ich habe auch
Kopfstoff-Cocktails kann ich auch kaufen. Ich wollte unbedingt, wie heißt das? Man komm jetzt gerade nicht klar, weil ich hier und da überlegen muss. Spikes brauche ich noch, klauen wir mal kurz zur Seite. So, Verbandskasten wollte ich mir noch kaufen. Weiß gar nicht, was wollte ich dir gerade sagen, weiß ich gerade nicht. Ich bin gerade. Wegen Waffenmod. Waffenmod, ah ja, genau, ich wollte die Asteroiden einschalten, erst auch wenn ich eine Abwehr habe. Ich hätte jetzt eher gesagt, Piraten werden ein Problem, aber. Achso, ja, im Weltall vielleicht, aber nicht auf der Base, oder? Auf dem Planeten sind nur Wölfe. Ja, Ding. Genau. Also bei mir waren Zombies halt. Ich habe Wölfe rausgenommen. Ja. Weil ich die beim Wölfe Alien fand ich verbuggt. Beim Alien. Ja, beim Alien-Planeten hast du dann halt auch Spinnen. Also. Aber da kommen zum Glück keine Asteroiden. Also. Im Weltraum kommen Asteroiden. Was suche ich jetzt noch? Alter, für Bandkasten, das habe ich gesucht. Man kann natürlich nicht, aber zwei kaufe ich mir. So, so. Essen brauche ich nicht, wenn die Horde kommt. Trinken eigentlich auch nicht. Ich trinke mich erstmal voll hier. Sondern also irgendwie versuchen die einen auszuschalten. Alter, die Munition reicht noch nicht mal. Von der habe ich noch mehr. Der benutzt doch die hier. Ja. Hä? Achso, das ist Einser. Ach, davon habe ich genug hier. So. Benutze ich hier. Hier benutze ich Dreier. Tja. In die Armbrust packen wir die hier rein. So. So, jetzt mal kurz mir die Kollektion angucken. Oh, was für Klamotten habe ich an? Nur Schrott, habe ich mir schon gedacht. Ja. Nichts für nichts Gescheites bekommen, ey. Hat dein Extra schon HP verloren oder? Ist ja noch ganz. Ist nicht lustig. Was meinst du denn? Also in dem Sinne halt dein Gerät da, dein Händler. Entschuldigung. Achso, ich hab ihn repariert. Musste mit Tocken reparieren, wo ich an. Ich hab ihn ja angeschossen. So. Okay. Wieder angeschossen, gell. Ach, hier ist mal. Ach, Mist, Digga. So. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich leg noch ein paar Spikes. Ich kann sowieso nichts anderes hinlegen, außer Spikes. Ja, toll. Sabotierst dich schon selbst in dem ja, Sinne. Ja, ich wollte eigentlich rausgehen und bin dann irgendwie falsche Taste gekommen. Und hab halt, ja. Also ich glaube nicht, dass ich überlebe, bin ich ehrlich. Ah, ach, da schaffst du. Lass dich nicht unterkriegen. Ach, ich überleb's natürlich. Ich würd hier draußen mitlaufen. Das würde ich hier nicht. Ich also, wenn ich mitspiele, dann bin ich mir nicht sicher, dass wir überleben, aber du wirst es schon schaffen. Mit eher Zerstörung. Bei so einem Händler-Game würde ich eher Zerstörung richten. Beim Survival-Spiel würde ich dir eine riesen Burg bauen, da bin ich mir sicher. So, du bist Holz, wo ich Holz reingepackt hier. Rezepte, Holzstacheln, nochmal 200. So. Ich mach jetzt was ganz. Ich mach hier einfach eine fette Wand noch dazu. Schlagen sowieso nur meistens auf den ersten beiden Blöcken. Mache ich hier eine 5er-Wand, auch wenn sie hier draufschlagen, dass sie erstmal beschäftigt sind, bis ich komme. Ich denke mal, das ist ratsam. So, jetzt kommt das allerbeste von allen. Dein Profil gucken und versuchen, irgendwie die Mods rauszukriegen. Achso, das schaffst du schon. Ich bin gespannt, dass das geht, weißt du, dass man da seine Mods sehen kann. Wenn nicht, dann sag Bescheid, dann schicke ich dir mal gleich, ich habe die ganzen IDs ja. Genau, ja. Die kann ich dir schicken. Kannst du einfach deinen Profilinhalte gucken. Aber das müsste ich eigentlich auch sehen, wenn da irgendein... Okay, wenn ich schon sage und gerade bei dir bin, dann einfach gar nichts sehe. Äh...
Vielleicht sehe ich das runter. Nee. Das Problem ist, ich kann bei Workshops schon sehen, was meine Kollegen favoriert haben, aber nicht abonniert haben. Das geht irgendwie nicht, weil natürlich, Leute abonnieren sau viele Sachen, das wird dann natürlich auch nicht hingemacht. Achso, okay. Also kannst du nicht sehen, was ich für Mods abonniert habe, okay. Nö, leider nicht. Das ist kein Problem, dann schicke ich dir später mal. Ja. Jetzt schaffe ich das nicht. Jetzt, ich bin da. Ja, war schon. Aber gleich. So, dann gehe ich jetzt zum Testen über. Mach mal. Wie gesagt, die Mods spielen wir dann alle auf meinen Stand. Dann spielen wir meinen Stand weiter halt als Together. Genau. Es kommen noch halt bis einschließlich Sonntag ja die letzten Folgen raus. Alleine. Die Leute, die den Stream jetzt hier mitschauen, die wissen schon, was auf sie erwartet. Es kommt neue Zuschauer mit rein, aber für die Leute, die natürlich nicht hier dabei sind gerade und sich das gerade bei 7 Days gar nicht interessieren oder so, die können sich dann hoffentlich freuen. Ja, du hast schon 3 Zuschauer. Oh, weil ich gerade mitgekommen bin, so beschäftigt hier. Hallo und willkommen. Danke, dass ihr zuschaut. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr seht. Sonst wärt ihr ja schon weg. So. Mann, ey. 19.30 Uhr. Ich guck nur auf die Uhr und krieg echt Bammel, ey. Ich mach hier so eine dicke Mauer. So. Okay, aber muss ich kurz den Stream aktivieren. Das muss ich sehen. Eine dicke Mauer. Ja. Ich habe jetzt 4, nee, insgesamt 6 mit den anderen Mauern. Ja, 6. Weil ich habe gemerkt, die kleine Horde kam ja vor. Da haben die Spikes gar nichts gebracht. Die haben gar nichts. Die sind einfach durchgelaufen. Deswegen dachte ich mir, okay, mache ich hier. Ich habe von den Steinen mache ich hier einfach eine dicke Wand. Okay, die ballern die schnell durch. Aber das hält ein bisschen auf, bis ich komme mit meinen Waffen halt. Ich bin ja sowieso gerade pleite. Krieg erst neue Tocken, wenn ich Zombies kille. Ja, wird aber auch gleich wieder was verkaufen. Und wenn ich die Wand hier durch habe. So, das war's. So. Also irgendwie, ich finde, ich weiß nicht, was mit mir unter Internet los ist, aber in den letzten Tagen, weißt du, habe ich so schönes Internet gehabt, ich alles zum Hintergrund laufen lassen, alles super Adobe. Aber jetzt irgendwie, Was für eine Leitung hast du denn im Internet? Eine extrem gute, eigentlich eine, die kostet 100 Euro oder so, weißt du, aber das Problem ist, wir haben eine Blumenfabrik im Weg, dann zusätzlich wird uns nicht alles gegeben. Aber uns hätte schon das Normale gereicht, ja. Wie, du zahlst 200 Euro im Monat für Internet? Weiß jetzt nicht genau viel, aber extremst viel. Das ist, also wir zahlen jetzt nicht viel, aber es würde so viel kosten, dadurch, dass mein Vater halt in so einem Bereich ist, wo er also er kann dieses Angebot annehmen im Internetbereich, weil er ja geschäftlich was damit zu tun hat, also es braucht. Kommst ja aus Österreich, war das genau? Mhm. Ja, genau. Ihr habt ja ein Gigabyte Internet, nicht so wie wir in Deutschland hier. Manche Leute freuen sich hier, wenn sie 6000er haben, noch in manchen Gebieten. Ja, unser Netz ist natürlich gut aufgebaut, aber ja, darf man nicht vergessen. Ich habe ja noch einen Kollegen, oh Mist, der war falsch. Der auch in Österreich. Aber in manchen Gebieten in Deutschland ist die Internet aber ja auch nicht so schlecht ausgebaut. Ja, ja. Ich habe 100.000er Leitung. 100, also, warte mal, genau, 100 hoch und Upload habe ich halt 40. Hab jetzt Internetanbieter gewechselt, bin von der Telekom weggegangen halt und, ja. Ja, einfach gleich, wenn du das Geld hast, gleich Glasfaser holen. Gibt's ja bei uns nicht. Ach, in deinem Gebiet nicht, in Deutschland? Na, gar nicht in Deutschland. Doch, gibt's in manchen Gebieten. Wir haben Glasfaserleitung gelegt, aber ich krieg nicht mehr als 100.000er Leitung halt. Okay, ja, aber ein paar Kollegen in Deutschland haben Glasfaser-Internet ausgebaut. Also, ja, wenn man so Gebiet ist, natürlich, wenn du das Geld hast, ist es natürlich gleich Glas. Und ich hab meinem Vater gesagt, wenn du jetzt mit deinen verdammten Firmen da endlich mal fertig bist, Geld reindrücken in den schönen Glasfaser.
Ich will Internet spüren können. Es muss fließen und nicht mehr so Stückchen kommen. Weil das Lustige ist ja, ich hab, der Upload Speed habe ich genau das, was du hast. Und das ist bei mir extrem gut, oder? Upload Speed. Das Lustige ist, der Download Speed ist bei mir tausendmal schlechter als deins. Also, ist schon irgendwie blöd. Ja, wie gesagt, ich konnte ja mit 6000, bei Twitch ist ja 6000, ja genau, 6000 Bits, also am Maximum Upload. Aber halt, wollte ich nicht machen wegen den Zuschauern. Ich hab's ja gemacht gehabt. Ach nein, jetzt willst du mich hier verarschen, oder? Alter, jetzt sterbe ich, Alter, jetzt sterbe ich, ja. Oh, Mann, Mann, Mann. Oh, bisschen in Spikes gefallen, oder? Ja. Deine eigene Falle. Natürlich blute ich jetzt auch, das hört nicht auf. Benutzen. So. Boah, jetzt sehe ich auch mal, ich sehe auch ganz eine dicke Mauer, das ist echt schon geil. Ja, ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ich versuche Spider-Schutz noch nebenbei, aber das ist halt nur für jetzt für die Horde, was ich so einen Scheiß hier hinstelle. Das wird alles nicht so bleiben. Ja, derzeit kann ich sogar dein, dein Stream angucken, also irgendwie funktioniert es mit meinem Internet halbwegs. Und jetzt hast du nicht mehr, jetzt kommst du, hast nicht mehr 3 Zuschauer, da sind 4. Oh, cool. Freut mich. So, ja, wir müssen jetzt langsam, gut, es ist Nacht gleich, gleich kommt die Horde. Ich muss mich hier erstmal auslernen und vorbereiten. So, ja, hier kommt wieder Holz erstmal rein. Oh, ne, die wird von uns... Ach, schon wieder, ey. Ich darf die scheiß Waffe nicht in der Hand halten. So. Ich bin eigentlich kurz mal ruhig, weil ich jetzt downloaden muss und so. Ja, ist doch in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Mann, 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 Mann. So. Genau, hier wollte ich die Sachen reinlegen. Hier. Das brauche ich nicht. Das nehme ich mit. Spikes. Mal lasse ich da, sicher ist sicher, die Axt brauche ich nicht, Schmerzmittel mit hier, ich habe keinen Verband mehr, Mist. Jetzt habe ich die Toppen weggelegt. Viel zu viel eingekauft, viel zu viel eingekauft, Mist. So, da. 11 Stück her damit. So. So, dann kann die Horde kommen, glaube ich, langsam. Hoffentlich das reicht. Dass so alles so sinnvoll ist, was ich hier mache, keine Ahnung, aber ich hoffe, dass wir überleben. So. Ich habe eine Idee. Das wird gut sein, glaube ich. Wenn die Spider doch hier hochkommen sollten. Wenn die doch, glaube ich, hier wieder gestoppt. Ich hoffe, dass wir diesmal überleben, Leute. Ja, auf ihn sehen, das war auch... Ich sollte, bevor ich das installiere, gucken, was in Seen, ja, das waren in Seen mindestens 4 Spieler sollte, am besten mehr als 4 Spieler spielen sollten, wenn man in Seen einstellt. Ja, wusste ich halt nicht. Hab's auch nicht gelesen. Dachte, als Halloween Special wäre das geil. So, ach so, jetzt habe ich die weggemacht. So. Hoffentlich funktioniert ihr Autotor jetzt. Ich würde hier oben nicht bleiben. Ich würde gleich, glaube ich, gleich runtergehen, Leute. Puh. Geschwitzige Hände habe ich. So wie es sein soll. Hammer habe ich hier. Das habe ich. Eigentlich habe ich alles. Wir können erstmal hier rein. Wie sieht es trinken aus? Könnte ich nachholen.
so weit ist 100. Ich bin schon Level 3. 12 Punkte. Na, brauchen erstmal keine Punkte zu vergeben. Ich weiß, ob ich überlebe. Irgendwie habe ich jetzt ein schönes, gutes Karma gekriegt. Karma? Ja, ich habe jetzt richtig gutes Internet. Kann Twitch jetzt deinen Stream verfolgen, installiere, kann mit dir reden. Oh, das ist doch cool. Ah, endlich, mein Leben ist erfüllt. Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt erst gut ist. Jetzt müsste es eigentlich komplett ausrasten, weil jetzt alle Leute zocken und alles Mögliche. Ja. Aber warum wird bei euch so gesperrt? Das verstehe ich nicht in Österreich. Ihr habt eigentlich normalerweise das Land einer der besten Internet überhaupt. Und jetzt sagst du mir, dass du echte Probleme hast. Deswegen, das wundert mich gerade so. Ich glaube, ich habe gesagt, vielleicht hast du nicht gehört, ich habe eine riesen Blumenfabrik. Was? Ich habe eine riesen Blumenfabrik zwischen den Funkverkehr. Ja. Aber wieso ist dein Rechner nicht am Kabel angeschlossen? Also durch den LAN? WLAN-Router ist in einem anderen Raum. Also ich habe eine Wand dazwischen, ist ja ein bisschen weit weg. Was mit DLAN? Ne, wir haben ein normales WLAN. Ja, aber warum machst du nicht DLAN? Steckdose. Nein, das haben wir nicht. Nee, mein Vater hat gesagt, WLAN reicht, fertig, oder? Hat auch funktioniert, bis diese verdammte Blumenfabrik einfach errichtet wurde und... Ja. Und ich habe dann auch das Problem, dass ich keine richtigen Weiterleiter vom WLAN habe, das heißt, ich kann da auch nicht so wirklich passen. Krieg das, was der zu mir sendet, kriege ich nur zur Hälfte hierher, also. Ist halt ein bisschen... So. Jetzt die Horde, Leute, wir machen jetzt eine kurze Pause von 10 Minuten. Nein, Spaß. Kurze Raucherpause. Genau, und die Horde darf jetzt mal ein bisschen angreifen. Ja, nee. Mach ich mal kurz aus hier, ja? Wir machen jetzt eine schöne 10 Minuten Pause. So, es geht los. Alter, es leckt schon heftig. Da stehen die. Und die kommen. Da kommen die. Nee, das... Ich glaub nicht, dass ich das überleben werde. Alter Schwede. Mit so vielen Spikes denke ich schon, dass du die Leute überleben wirst. Ja, das glaubst du doch selber nicht, Alter. Diesen Schiss, yeah. Alter. Nicht runter, die kommt. Oh ne. So, wie sieht die? Oh, sieht doch gut aus. Also gut, dass ich mir die Molotov-Cocktails gekauft habe. Oh ne, jetzt da kommen die Bullen, ey. Ah! Ich seh's wieder, der Molotov-Cocktail schon rein wirst. Bringe echt viel. So, Bulle tot. Alter, jetzt kommt noch Adlers, ja, na klar. Alter, die ganze Horde, Adlerhorde, ey. Na, ja, glaube ich, richtig. Was machst du hier oben? Wie bist du hier hochgekommen? Alter, die haben sich hier durchgeballert, ey. Ah, du hast Explosivpfeile? Auch, ja. Ah, okay. Ist ein bisschen verzögert bei mir. Ja, ist ja so eingestellt. Ja. Ist auch normal so. Soll man sowieso nichts ändern. Das macht Twitch automatisch. Kommen hier alle rein, ey. Ah, fuck. Ein Bär, na klar, ich glaube gegen Spike ist gefallen. Ich weiß nicht, ob ich mich so anstelle oder halt. Sind ja echt viele Zombies, das fuck schon. Das war's.
Das war's, tot. Ich hab's wieder nicht geschafft! Mann, wieder alles explodiert, ey! Eine Fehlermeldung nacheinander hier, ey! Ach, meine Leute! Ich sehe. Oh nein, ist das ein Diggi! Ich sehe ja, ja. Mal ganz dicken da mal. Geh nochmal rein, gucken uns das mir an, was es hier aussieht. Alter Schwert. Da habe ich einen Fehler gemacht, ganz einfach. Ich dürfte nicht manche 2 hoch machen, manche 3 hoch. Das war mein Fehler, weil die haben die 2 weggekloppt, den oberen und konnten draufspringen. Alter, ist hier alles im Arsch. Hier ist ja alles im Arsch. Hast du eigentlich schon mal in 7 Days to Die eine Bergbase gebaut? Nee, ich weiß, was meinst du mit Bergbase? Das heißt, irgendwie einen Hügel oder Berg dich reinzubauen. Ach so, ja, hab ich schon mal, ja. Hat's funktioniert? Ja. Ah. Aber halt, ist scheiße für Horden. Nein, nicht. Dann hab ich. Oh, wenn du einen guten Innenkampfsystem, sagen wir mal. Hatte ich, also die sind dann in diesen. Im Tunneleingang mussten die rein und die sind einfach dann runtergefallen. Und unten habe ich mir dann so einen Kampfkäfig gemacht. Genau, oder du machst halt in dem Sinne so wie ein Schießscharten mit Türen. Ja. Und damit natürlich mehr. Natürlich, aber die Schießscharten natürlich dicker. Das ist natürlich auch. Sehr, sehr gut. Eigentlich, was ich jetzt mache, ist ja Schwachsinn. Ich versuche die Zombies hier trotzdem noch zu killen, weil ich einfach meine Ehre retten will. Aber eigentlich tut das nichts. Ich habe ja schon verloren. Dass sie hier ja, alles kaputt ist. Aber halt, ja, schade. Habe ich echt einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal testen werde. Es ist einfach zu stressig, glaube ich. Kannst du immer mit mir machen. Oder ja, oder zu zweit, das kann man sich noch überlegen. Zu zweit nochmal anfangen, hier nochmal die gleiche Stufe. Genau. So Leute, ja, das war's dann. Mit der Mod wieder mal. Diesmal 1:12. Cool. Überlebt. Mann. Ist doch schon mal was. Ja, na klar. So, ja. Oh, das sieht geil aus. Heftig. Wie macht man das mit F12 als Screenshot? Was sind das? Viele Zombies? Ja, das ist 100%. Ich hab mal die FPS angemacht, dass sie sieht, weil dann müssen die Zombies auf einen aufschlagen. Und die runtergehen. Wieso hat er bei mir keinen Screenshot gemacht? Da hat er. Da würde ich ja morgen sehen. So, ja, Leute. Das war's dann mit der Mod. Wir verabschieden uns von GNM-Mod und sehen uns gleich wieder. Ich mache jetzt eine Pause. Mach eine Pause von 10 Minuten. Und dann starten wir mit unserer. Altbeliebten PvP-Server weiter. Da haben wir auch Hordennacht. Hoffen wir, dass wir da besser dran sind. Ja, dann mache ich auch gleich eine Pause und dann passt das. Und, okay. Beide. So. Und dann teste ich schön die Mods, sagt ihr meine Ergebnisse. Genau. So. Weil die Mods, was ich testen werde, die werden dann natürlich, wenn die funktionieren, wirst du sehr viel neuer Inhalt haben, was dich interessieren wird. Es sind halt outgedatet, das heißt, bin gespannt, dass sie funktionieren. Ja, Leute, ihr hört es. Ihr müsst unbedingt einschalten bei Space. Genau, wenn die erste Folge reinkommt oder der erste Stream. Cool. Das wird der Hammer. Aber wie gesagt, okay, Leute, wir machen jetzt eine Pause. Ich lasse den Pause-Button an und ihr hört mich jetzt erstmal, also ihr hört niemanden. Und. Of gold after my silver soul.
Thank you.